Nee, Schwester, so. Ich glaube, das bekommen wir nicht mit Stoßwellen hin. Ich glaube, wir müssen operieren. Ach, ich hab's gewusst. Ich will nicht operiert werden. Ach, es wird schon nicht so schlimm sein, oder? Genau, wir hören jetzt erstmal, was der Arzt oben sagt. Aber die Frau hat doch gesagt, das muss wahrscheinlich operiert werden. Und dann bekomme ich Narkolose. Was bekommst du? Eine Narkolose? Was ist das denn? Na, sowas, wo man von schläft, wenn man operiert wird. Das hat Emma auch schon bekommen. Ach, Linus, nun warte doch erstmal ab. Vielleicht brauchst du gar keine Narkolose. Ich meine Narkose. Nun müssen wir uns alle erstmal ein bisschen beruhigen. Beruhigen? Wie soll man sich denn hier beruhigen? Keiner will doch gerne operiert werden. Och Mann, ich möchte keine Narkolose. Und aua, mein Bauch. Och Linus, du darfst dich jetzt nicht so doll aufregen. Ganz ruhig bleiben. Vielleicht musst du ja gar nicht operiert werden. Es gibt bestimmt auch eine andere Möglichkeit. Herr Specht, Sie sind jetzt dran. Kommen Sie bitte mit. Och, das wird auch Zeit. Ich warte hier schon ewig. Das wird schon alles werden, Linus. Mach dir mal keine Sorgen. Die Ärzte in diesem Krankenhaus sind sehr, sehr gut. Ich möchte aber nicht operiert werden. Und Narkolose möchte ich auch nicht haben. Ich möchte einfach nach Hause zu Emma und zu Oma. Oh, mein Bauch. Ah, es tut so weh. Ach, warum tut es nur so weh? Siehst du, Linus, vielleicht musst du wirklich operiert werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Es tut so weh. Oma sagt, es gibt immer eine andere Möglichkeit. Ja, Linus, gibt es auch immer. Aber wenn man einen dollen Nierenstein hat, dann muss man manchmal operiert werden. Das schaffst du schon. Heutzutage sind diese Operationen gar nicht mehr so schlimm. Und die Narkose, ich meine Narkose, die ist auch nicht schlimm. Ach, das sagst du doch jetzt nur so, damit ich keine Angst habe. Ich möchte nicht operiert werden. Nein, nein, nein. Die soll den Stein irgendwie anders rausholen. Ich verstehe sowieso nicht, warum ich Steine im Körper habe. Ich habe noch nie einen Stein gegessen. Wirklich nicht. Emma würde sowas machen, aber ich doch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass Emma Steine isst, aber gut. Du hast schon irgendwie recht. Wenn einer Steine essen würde, dann Emma. Aber du hast keinen Stein gegessen. Das ist kein richtiger Stein. Man nennt das nur so. Das ist quasi eine Ablagerung, Linus. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ja, hier vorne ist das Zimmer. Oh, da sind sie ja schon. Hallo, Linus. Komm doch schnell rein. Das ging unten aber ganz schön flott beim Ultraschall. Da haben sie aber Glück gehabt. Der Arzt müsste auch gleich so kommen. Ja, wir hatten wirklich Glück. Nein, wir haben gar kein Glück. Wenn man operiert werden muss, dann hat man kein Glück. Ach, Linus, nun beruhig dich doch bitte. Wir wissen doch noch gar nicht, ob du wirklich operiert werden musst. Vielleicht gibt es ja auch eine modernere Technik, einen Nierenstein rauszuholen. Man muss nicht immer heutzutage gleich operieren, Linus. Aber die Frau hat doch gesagt, der Nierenstein ist ganz schön groß. Ja, aber das heißt ja nicht, dass man ihn vielleicht nicht anders herausholen kann. Nun warte doch erstmal ab. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich hatte unten einen kleinen Notfall. So, Linus, dann wollen wir mal schauen. Warst du unten beim Ultraschall? Ja, und ich habe Steine im Körper. Ist das nicht furchtbar? Oh, mein Bauch. Linus, bitte, du musst dich jetzt beruhigen. Bleib ganz ruhig, sonst hast du nur noch mehr Schmerzen. So, Schwester Zoe, dann geben Sie mir mal bitte einmal das Ergebnis vom Ultraschall. Was hat die Kollegin denn da aufgeschrieben? Ja, hier, bitteschön. Ja, links. Oh ja, ein großer Nierenstein. Ach, das sieht aber nicht gut aus. Ja, der ist ganz schön groß. Was meinen Sie, soll ich bei der Stoßwellentherapie anrufen? Och, nee, Schwester Zoe, ich glaube, das bekommen wir nicht mit Stoßwellen hin. Ich glaube, wir müssen operieren. Ach, ich hab's gewusst. Ich will nicht operiert werden. Also, Linus, es gibt die Möglichkeit, dass wir eine Stoßwellentherapie machen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, dein Nierenstein ist sehr, sehr groß. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Von daher wäre es gut, wenn wir gleich operieren. Dann hast du auch später keine Schmerzen mehr. Das geht alles viel, viel schneller. Das ist einfach zu ein großer Nierenstein. Och, Mann. Tut es sehr weh, wenn ich operiert werde? Nein, du bist unter Narkose. Und ich operiere dich auch. Ich passe gut auf dich auf, versprochen. Das ist ja furchtbar. Können wir das nicht vielleicht doch mit den Stoßwellen ausprobieren?
Ach, Frau Fröhlich, ich sage Ihnen wirklich ganz ehrlich, diese Stoßwellentherapie, das ist nur was für kleine Nierensteine. Ihr Sohn hat wirklich einen großen Nierenstein und mittlerweile Koliken. Er hat starke Schmerzen. Von daher sollten wir jetzt gleich reagieren und hier keine Experimente mehr machen. Wenn es ein kleiner Nierenstein wäre, hätte ich gesagt, okay. Aber nicht bei der Größe. Und danach habe ich dann auch Schmerzen? Ja, und wann wollen Sie denn den Jungen operieren? Er kann doch jetzt hier nicht stundenlang noch mit Schmerzen sitzen. Nein, das natürlich nicht. Ich würde ihn heute noch operieren. Was? Heute? Ja, am besten jetzt gleich. Ich meine, der Kleine hat Schmerzen. Das sollte auch in Ihrem Interesse sein, dass ihm schnell geholfen wird. Oh, so schnell? Ich dachte erst vielleicht so nächste Woche oder so. Ich will doch nicht operiert werden. Ich will nach Hause. Ich gehe erst mal jetzt wieder, ja? Oh, mein Bauch. Also, Linus, du musst jetzt wirklich sitzen bleiben. Und was ist, wenn ich in der Operation aufwache und gar nicht weiß, wo ich bin? Also, du wirst nicht aufwachen. Du bist doch in Narkose und wir passen alle gut auf dich auf. So, Schwester Zoe, dann gucken Sie bitte mal, ob ein Operationssaal gerade frei ist. Das Ganze sollte jetzt schnell vonstatten gehen. Der Junge hat ja wirklich schlimme Schmerzen. Ja, ich kümmere mich drum. Und danach fangen Sie bitte schon mal an, den Jungen OP fertig zu machen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Blutprobe. Nehmen Sie ihm bitte Blut ab. Ja, das mache ich alles. Gut, Linus, dann will ich dich jetzt schon mal fertig machen für die Operation. Fertig machen? Was müssen Sie denn da noch fertig machen? Ich bin doch schon fertig. Oh, ich möchte nicht operiert werden. Als allererstes hole ich jetzt erstmal ein Bett für dich, Linus. Du sollst es ja auch schön bequem haben. So, dann wollen wir mal hier einmal gucken, was habe ich denn hier? Ach, der Nierenstein-OP. Och Mann, ich habe solche Angst. Ich will nicht operiert werden. Mach dir keine Sorgen, Linus. Es wird alles gut werden. Der Arzt ist ganz nett. Und du hast gehört, er passt gut auf dich auf. Und wir sind doch auch noch da. Ja, guten Tag. Ich störe ungern, aber ich soll hier jemanden fertig machen für die Narkose. Oh nein, Narkulose. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Kann man auch ohne Narkulose hier operiert werden? Könnte man schon, aber es würde sehr wehtun. Sei froh, dass wir sowas haben. Können Sie mir vielleicht sagen, wie lange so eine Operation überhaupt dauert? Ja, das kann ich Ihnen sehr gerne sagen. Ungefähr 60 Minuten. Natürlich ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Ganz auf die Minute kann ich es nicht sagen. Hm, das ist schon mal gut zu wissen. Und das ist doch wirklich nur ein kleiner Eingriff, oder? Ja, das ist heutzutage ein ganz kleiner Eingriff. Das machen wir so oft am Tag. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind bei uns in den allerbesten Händen. Beziehungsweise Ihr Sohn. Ich passe gut auf ihn auf. Dann, Linus, müssen wir dich auf jeden Fall mal wiegen, damit ich ganz genau weiß, wie viel Narkosemittel du brauchst. Komm, Linus, ich helfe dir. Zusammen schaffen wir das. Ganz vorsichtig sein. Ja, so, das haben wir auch. Dann müsstest du mir einmal sagen, oder Sie müssten mir einmal sagen, ist Linus auf irgendwas allergisch? Hat er schon mal eine Narkose bekommen? Ist da irgendwas bekannt? Nein, Narkulose habe ich noch nie bekommen. Und ich möchte auch keine Narkulose bekommen. Och, ich möchte eigentlich gar nicht operiert werden. Glaub mir, es wird alles gut werden. Und am Ende hast du auch keine Schmerzen mehr. Dir tut doch der Bauch bestimmt ganz schön doll weh, oder? Umsonst bist du doch nicht hier im Krankenhaus. Ja, schon, aber operiert werden möchte ich irgendwie auch nicht. Glaub mir, die Operation ist gar nicht so schlimm. Es wird alles gut werden. Und danach bist du froh, dass du alles überstanden hast und dass du dann nicht mehr so dolle Schmerzen hast. Da haben wir ja schon ein schönes Bett für dich. Gut, Linus, dann wollen wir dich jetzt einmal umparken. Was hältst du davon? Och, Linus, was machst du nur für Sachen? Ich mach keine Sachen. Ich kann auch nichts dafür, dass ich plötzlich Steine im Körper habe. Ich verstehe es immer noch nicht. Ich gebe dir recht, Linus. Das ist wirklich nicht deine Schuld. Gut, ich glaube, dann können wir jetzt auch so langsam runterfahren. Dein Blutergebnis ist auch schon gekommen. Gut festhalten, Linus. Ich bräuchte denn hier vorne noch eine Unterschrift für die Einwilligung. Ja, ach Mensch, das ist auch wirklich keine schlimme OP, oder? Ich mache mir furchtbare Sorgen. Nein, Frau Fröhlich, es ist alles in Ordnung. Das ist wirklich nur eine kleine Operation. Machen Sie sich keine Sorgen. Es wird alles gut werden. Mir ist ganz mulmig. Ich möchte das alles nicht. Ich möchte am liebsten wieder nach Hause. Och, Linus, wir möchten auch am liebsten mit dir wieder nach Hause. Aber es nützt jetzt ja nichts. Du machst das schon. Genau, Linus, du bist ganz tapfer. Ich bin so stolz auf dich. Sie müssten sich denn jetzt hier bitte einmal verabschieden. Weiter dürfen Sie nicht mit. Oh, was? Ich dachte, wir könnten noch mit unten in den Vorraum vom OP. Oh, das dachte ich jetzt aber auch. Nein, tut mir wirklich leid, das geht nicht. Unten ist nur Zutritt für Personal und für Patienten. Sie müssten denn hier einmal warten. Oh, ich möchte aber nicht alleine sein. Ich möchte nicht alleine sein.
und ich möchte auch nicht operiert werden. Nein. Beruhig dich, Linus. Du bist nicht alleine. Ich bin bei dir. Und ich lasse dich auch erstmal nicht alleine. Och, ich möchte aber lieber, dass meine Mama und mein Papa da sind. Und wo sind eigentlich meine Oma und meine Schwester? Die sollten doch auch längst hier sein. Linus, bitte, du musst dich jetzt beruhigen. Ich hab dich sehr, sehr lieb. Ja, wir sehen uns gleich nach der Operation wieder. Wir warten hier oben auf dich. Es wird alles gut werden. Und später hast du dann nicht mehr so dolle Bauchschmerzen, hoffentlich. Och, Linus, ich hab dich auch furchtbar lieb. Pass gut auf dich auf. Und sie passen bitte auch gut auf meinen Sohn auf. Sonst werde ich richtig stinkig. Und was ist, wenn was bei der Operation passiert? Dann bin ich da und ganz alleine und keiner kann mir helfen. Aber, Linus, so weit wollen wir gar nicht denken. Das wird alles schon gut werden. Du hast auch gehört, was die Ärzte gesagt haben. Das ist nur ein kleiner Eingriff. Es wird alles gut werden. Genau, Linus, nur mal manchen Teufel an die Wand. Wir warten hier oben auf dich. Und wir denken die ganze Zeit an dich. Und wir hoffen, dass du was ganz Schönes in der Narkose träumst. Außerdem passe ich auch auf dich auf, Linus. Mach dir keine Sorgen. Bitte, bitte passen Sie gut auf meinen Sohn auf. Ich mache mir so furchtbare Sorgen. Das mache ich versprochen. Sie können hier vorne warten. Wir sagen Ihnen dann Bescheid, wenn die Operation vorbei ist. Oh, Sophia, ich fühle mich furchtbar. Der arme Linus ist jetzt ganz alleine unten im Operationssaal. Och, Mann, ey, dass wir da nicht mit runter dürfen. Och, echt blöd, dass meine Eltern nicht mit runter durften. Das ist im ersten Moment natürlich blöd für dich, aber glaub mir, dadurch ist alles super steril und deine Operation wird sehr gut laufen. Außerdem bist du nicht alleine. Ich bin da und Schwester Zoe ist auch noch einen Moment bei dir. So, Linus, dann mache ich dich jetzt schon mal OP-fertig. Erstmal gucke ich mir jetzt genau nochmal dein Herz an, ob alles gut schlägt. Und, schlägt mein Herz noch gut? Ist alles in Ordnung? Ist es gut für die OP? Du hast einen vorbildlichen Herzschlag. Sehr gut für die Operation. Das sind die besten Voraussetzungen. Ach, wie schön, wir wieder zusammen. Wir haben heute Morgen schon zusammen operiert. Stimmt, jetzt habe ich noch diese Nierensteinoperation und dann habe ich hoffentlich endlich Feierabend. Oh, bitte lass keinen Notfall kommen. Ich möchte einmal auch pünktlich Feierabend haben. Wenn ich die Narkolose bekomme, tut es dann weh? Ich habe ein bisschen Angst, dass es weh tut. Nein, Linus, das tut gar nicht weh. Du wirst ganz schnell einschlafen, glaub mir. Meinst du, dass Linus schon operiert wird? Ach, das Warten, das macht mich verrückt. Ich glaube nicht, Lukas. Er ist jetzt seit 10 Minuten weg. Und wozu ist das jetzt hier? Das möchte ich nicht. Das brauchst du aber, damit du gut Luft bekommst, auch während der Operation. Was? Höre ich etwa auf zu atmen? Das ist ja furchtbar. So, da wären wir alle wieder. Wir haben hier eine kleine Nierensteinoperation, obwohl der Nierenstein wirklich groß ist. Aber sollte nichts Kompliziertes sein. Nein, Linus, natürlich atmest du noch. Aber so bekommt dein ganzer Körper einfach viel, viel besser Luft. Und es ist einfach alles leichter für ihn. Glaub mir, du wirst davon nichts mitbekommen. Es ist alles in Ordnung. Och Mann, und nun, wann geht's jetzt los? Ich will nicht mehr so lange warten. Ich glaube, wir wären jetzt alle soweit, oder? Ich hole den jetzt am besten mal, den Linus. Oh, das ist aber ganz schön hell hier. Ja, das muss ja auch hell sein, damit wir ganz genau sehen, wo der Nierenstein ist. Linus, ich lege dir jetzt hier vorne einen Zugang an deinem Arm, ja? Das kann ein bisschen pieksen, aber es tut auf keinen Fall weh. Und ich, Linus, ich setze jetzt gleich die Narkosespritze. Mach dir keine Sorgen, ich bin die ganze Zeit bei dir und dir wird nichts passieren. Und du wirst bestimmt etwas ganz Tolles träumen in deiner ersten Narkose. So, Linus, es geht los. Tief einatmen und tief ausatmen. Und langsam bis 10 zählen. 1. Oh, das kribbelt so im Bauch. 2. Wenn es kribbelt, dann wirkt die Narkose schon. Ich glaube, wir müssen nichts nachspritzen. Ich passe wirklich gut auf dich auf, Linus. Mach dir bitte keine Sorgen. Und jetzt weiterzählen. 1. 1. 2. Schön die Augen zu machen, Linus. Mach mal die Augen zu. Dann kannst du gleich schön schlafen. 5. 3. Welche Zahn ist denn jetzt? Oh, meine Augen. Oh. Oh, ich bin ganz müde auf einmal. Ich bin ganz müde. Schön schlafen, Linus. Mach die Augen zu. Ich weiß nicht, wo ich zählen soll. Du brauchst nicht zählen. Mach einfach die Augen zu. 7. Ich prüfe jetzt einmal noch seine Vitalwerte. Aber er schläft. Sehr gut, dann können wir jetzt gleich mit der Operation anfangen. Bitte schon mal alles abdecken. Ja, ist schon gemacht. Was ist mit der Narkose? Wirkt sie? Ja, Linus schläft tief und fest. Gut, dann können wir jetzt mit der Operation anfangen. Ach, Lukas, ich fühle mich so schlecht.
Meinst du, Linus ist jetzt schon operiert? Das dauert ja ewig. Ach, Sophia, ich fühle mich auch ganz schlecht. Halbe Stunde. Ich glaube nicht, dass er schon operiert wird. Er muss ja erstmal fertig gemacht werden. Dann hätte ich gerne einmal bitte das Skalpell und hier vorne einmal das Ultraschallgerät drüber. Dann können wir besser sehen. So, Linus schläft auch wirklich tief und fest. Ja, er schläft tief und fest und das Gerät kommt sofort. Das sieht ja schon mal gut aus. Die Vitalwerte sind auch super. Gut, ich bräuchte denn jetzt einmal bitte die Pinzette, damit ich den Nierenstein auch richtig gut fassen kann. Och Mann, warum geht das denn nicht hier raus? Schauen Sie mal hier vorne. Soll ich irgendwas machen, Herr Doktor? Soll ich irgendwo festhalten? Ja, hier vorne bitte einmal gut festhalten. Ja, nun komm doch hier raus, du störrisches Ding. Das sieht aber nicht so gut aus. Vielleicht sollten wir den Laser holen. Nein, ich probiere es jetzt noch einmal so, ansonsten lasern wir. Ach, das gibt's doch gar nicht. So, jetzt komm raus, du Nierenstein. Schau mal, Lukas, da ist jemand gerade aus dem OP gekommen. Vielleicht weiß er, was mit Linus ist. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie uns helfen? Wissen Sie, wie es unserem Sohn Linus geht? Er wird gerade operiert. Nein, tut mir leid, ich habe gerade eine ältere Dame operiert. Das ist schade. Sie werden bestimmt bald Nachrichten von dem Kind bekommen. Alles gut, warten Sie hier vorne. Ach, Lukas, das Gewarte macht mich verrückt. Ja, mich auch, Sophia. Also hier ist noch alles in Ordnung. Ja, bei uns auch. Wir sind auch soweit fertig, oder, Herr Doktor? Jupp, soweit fertig. Bitte einmal noch das Ultraschallgerät holen. Ich muss alles genau kontrollieren. So langsam müssten die jetzt aber mal fertig werden. Das sind jetzt schon anderthalb Stunden. Ach, ich mache mir furchtbare Sorgen, Lukas. Ultraschall sieht sehr gut aus, Herr Doktor. Ja, finde ich auch. Sieht alles prima aus. Kein Nierenstein mehr zu sehen. Ach, da haben wir ja super Arbeit geleistet. Gut, dann machen wir jetzt zu. Und dann hoffen wir mal, dass es den Jungen gleich besser geht. Ja, hallo Playmo-Geschichten-Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut und besser als Linus. Falls ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben. Was denkt ihr, geht es Linus nach der OP besser oder schlechter? Wenn ihr Lust habt, dann guckt ihr vorher noch ein paar weitere Videos von uns. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert uns doch gerne und vergesst auch nicht, auf die Glocke zu schlagen. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!